Der FC Ingolstadt hat den Ruf als Plastikclub. Erst seit 2004 gibt es den Verein. Einen rasanten Weg nach oben hat der FCI hingelegt. 4 Jahre nach der Gründung spielte man schon in der 2. Bundesliga. Das gab es davor noch nie. Im Hintergrund sitzt ein Investor, Audi. Der Automobilkonzern hält etwa 20% der Anteile. Aber wie viel Macht hat denn Audi im Verein? Jetzt gibt es eine neue Folge von Tradition oder Kommerz. Ist der FC Ingolstadt ein seelenloser Club oder steckt ein bisschen mehr dahinter? Die Antwort gibt's jetzt. So Leute, jetzt habe ich erstmal eine Frage. Wie findet ihr den FC Ingolstadt? Was gefällt euch und was findet ihr nicht so cool? Schreibt mir das mal unten rein. Ich werde auf so viele Kommentare wie möglich antworten. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Gerade deshalb bin ich gespannt, was ihr alle schreiben werdet. Klären wir doch mal als erstes, wieso gibt's überhaupt den FCI? Früher existierten 2 Fußballvereine, der ESV Ingolstadt und der MTV 1881 Ingolstadt. Beide spielten sogar mal in der 2. Bundesliga, Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre inklusive Derbys. Also große Rivalen mit viel Traditionen. Danach versanken sie aber tief im Amateurfußball und hatten finanzielle Probleme. Ohne großen Sponsor drohte die Pleite, also der Fußball in Ingolstadt war so gut wie tot. Als Retter kam Peter Jackwert ins Spiel, ein Selfmade-Millionär, und ihn fragte man, hey, kannst du helfen? Seine Idee, fusionieren wir doch die beiden Fußballabteilungen. Seine Vision, einen neuen Verein gründen und ihn in den Profifußball führen. Viele Leute haben da gedacht, ey, der hat sie doch nicht alle. Aber es hat geklappt. Peter Jackwert ist der Mäzen des FC Ingolstadt. Primär will er kein Geld mit dem Club verdienen, sondern er hat einfach Bock auf Fußball. In dem Interview hat er mal gesagt, dass er der größte Fan des FCI ist. Das Vereinswappen hat er mitdesignt. Die schwarz-weiße Bayernraute ist links oben, das sind die Vereinsfarben des ESV. Rechts unten ist dazu der Ingolstädter Panther, das Symbol für den MTV. Lange Rede, kurzer Sinn, am 5. Februar 2004 ist der Verein zur Welt gekommen. Das erste offizielle Spiel gab es im Juli, ein Testkick gegen Borussia Mönchengladbach. 4000 Zuschauer sahen im Stadion eine 0:1 Niederlage. Sportlich ging es dann in der Bayernliga los, das war damals die 4. Liga. Ein roter Faden war da relativ schnell zu sehen. Jeweils im ersten Jahr etablierte man sich in der Liga und im 2. Jahr gab es den Aufstieg. In der Bayern- und in der Regionalliga klappte das. Aber, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, Zufall war dieser rasante Erfolg auf gar keinen Fall. Logisch ist, eine finanzielle Grundlage hatte der FCI für diesen Erfolg. Peter Jackwert steckte privates Geld in den Verein. Das Erfolgsrezept? Gestandene Spieler holen, sie vom Projekt überzeugen und so die Qualität im Kader erhöhen. Jungs aus der Region holte er. Aus Fürth, aus Regensburg, Nürnberg, Augsburg und als Ergänzung sogar noch aus der Jugend des FC Bayern. Sofort war der Kader konkurrenzfähig. Cool ist vor allem die Geschichte des Torhüters, Club-Ikone Michael Lutz. Schon beim MTV 1881 Ingolstadt stand er im Kader, sprich dem Vorgängerverein in der Landesliga. Beim FCI biss er sich durch, eigentlich nur als Nummer 2 eingeplant, aber hey, plötzlich stand er zwischen den Pfosten. Auch in der 2. Liga war Lutz noch ein sicherer Rückhalt. Klar, mit ihm konnte sich jeder Fan identifizieren. Dazu kommt, früh hat sich der FC Ingolstadt professionell aufgestellt. Geführt wurde er eben nicht wie ein klassischer Verein, sondern wie ein Unternehmen. Ein Beispiel. 2007 verpflichtete man den Manager Harald Gärtner. Völlig untypisch, in der Regionalliga hat zu dem Zeitpunkt fast kein Verein jemanden für diesen Job bezahlt. Aber es hat sich gelohnt. Eine Struktur wurde schnell aufgebaut, ein solides Fundament. Sponsoren aus der Region wurden gesucht. Auch heute sieht man das. Ausrüster war lange Zeit Adidas, eine Firma aus Bayern bzw. Herzogenaurach. Der aktuelle Puma-Deal läuft zwar über 11 Team Sports aus Crailsheim, aber das ist auch nur 130 Kilometer weg. Trikotsponsor war erst Audi, ein Konzern aus Ingolstadt, dann Mediamarkt, der Hauptsitz ist dort, und jetzt Prosis IT, auch ein Unternehmen aus der Region. Dazu gibt es ganz banale Dinge. Regionales Bier wird im Stadion zum Beispiel ausgeschenkt. Ihr wisst, das ist nicht überall so. Und insgesamt 210 Sponsoren gab es zuletzt. Also die Stadt Ingolstadt steht komplett hinter dem Verein und naja, ein Geldgeber überstrahlt natürlich alles. Lasst uns jetzt über Investor Audi reden. An vielen Ecken des Vereinsgeländes ist das Logo zu sehen. Ja, der Konzern greift dem FCI unter die Arme und hilft. Ein Beispiel, die Jugendarbeit. Talente zu ködern ist gar nicht so leicht. Der FC Ingolstadt ist kein großer Traditionsverein. Finanziell kann man auch nicht so viel bieten. Man braucht also ein anderes Argument. Genau das hat der FCI, die Infrastruktur. Audi ist mittlerweile der Besitzer des gesamten Sportparks. Eine Sportakademie wurde zum Beispiel extra gebaut. Das ist ein Internat. 12 Talente können dort wohnen. Marin Pongracic machte da die ersten Schritte.
Heute spielt er beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Dazu hat das Nachwuchsleistungszentrum 3 Sterne vom DFB bekommen, die beste Bewertung. Peter Jackwert hat mal gesagt, Zitat, was Audi jetzt macht bei der Infrastruktur, wäre für mich nicht zu stemmen gewesen. Der Fokus beim FC Ingolstadt ist, regionale Talente zu finden. Maximilian Thalhammer wurde dort 3 Jahre ausgebildet. Er bekam den Feinschliff, er war das erste Eigengewächs, das wirklich zum Stammspieler beim FCI wurde. Jetzt spielt er beim SC Paderborn. Die Jugend im Allgemeinen ist sehr erfolgreich. Die U19 spielt in der Bundesliga, die U17 in der zweiten Liga ihrer Altersklasse, sprich in der Bayernliga. Ohne die Hilfe von Audi hätte der Verein dieses topmoderne Zentrum nicht finanzieren bzw. bauen können. Und so ehrlich muss man einfach sein. Wichtig ist natürlich auch die Identifikation mit der Region. Der Spitzname des FCI lautet die Schanzer. Da schlägt man direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Historie der Stadt: im 16. Jahrhundert wurde Ingolstadt zu einer Landesfestung. Sogenannte Schanzer bauten da die Festungsanlagen. Und die Historie des Vereins: das Stadion des MTV liegt nämlich an der Schanz. Also, der Spitzname die Schanzer klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, passt aber perfekt. Fans sind auch ein wichtiges Thema. Hier gibt's den Vorwurf, keiner geht ins Stadion, da gibt's kein Interesse. Schauen wir doch einfach mal die Zahlen an. Zu Beginn in der Bayernliga kamen im Schnitt 644 Fans. In der Regionalliga wurden es dann deutlich mehr, in der zweiten Liga auch. Und in der Bundesliga war die Hütte fast immer voll. Im Schnitt 14.828 Fans waren da. Klar, im Vergleich zu einem Traditionsverein ist das immer noch sehr wenig, aber vergesst bitte nicht, erstens, Ingolstadt ist sehr klein, man hat nur 137.000 Einwohner. Da eine breite Fanbase zu finden, ist relativ schwierig. Zweitens, der FCI ist ein junger Verein, die Fankultur muss sich erst entwickeln. Zurzeit hat man etwa 40 Fanclubs. Und drittens, der Standort ist halt relativ blöd. In der Nähe sind viele andere Traditionsvereine. In München oder auch in Nürnberg. Dazu gibt es den FC Augsburg, der in der Bundesliga spielt. Um das Interesse wachsen zu lassen, müsste der Club also dauerhaft selbst im Oberhaus kicken. Aktuell ist das aber eher unrealistisch. Dafür fehlt ein Stück weit auch, ja, der finanzielle Spielraum. Investor Audi müsste dafür richtig tief in die Tasche greifen. Jetzt ist die große Frage, wie viel Macht hat denn Audi beim FC Ingolstadt? Seit Beginn des Projekts ist man Partner. Eine Werbebande im Stadion wurde da einfach gemietet, das war's. Sprich, der FC Ingolstadt war komplett unabhängig. Großes Interesse am Club gab's erst, als man bei Audi merkte, oh, da ist Potenzial. Die Folge, jetzt arbeitet der FCI sehr eng mit Audi zusammen. Peter Jackwert hat mal gesagt, Zitat, ohne Audi gäbe es weder den Profifußball in Ingolstadt noch das Stadion. Wie gesagt, finanziell hilft Audi immer wieder. Von Kritikern gibt's deshalb den Vorwurf, das ist ein Werksclub. Ja, das stimmt zum Teil, aber ich finde, der Vergleich zum Beispiel mit dem VfL Wolfsburg hinkt gewaltig. Lass uns das mal im Detail ansehen. Erstens, der VfL Wolfsburg ist zu 100% im Besitz des VW-Konzerns. Beim FCI besitzt Audi nur etwa 20% der Anteile. Das heißt, die Mitglieder haben weiterhin das Sagen und da gab es sogar Ärger. Ursprünglich gehörten Peter Jackwert diese Anteile, er verkaufte sie aber still und heimlich an Audi. Erst ein halbes Jahr später kam das raus und logisch, viele Fans waren dementsprechend sauer. Also, ja, beim FCI darf der Investor natürlich mitreden, aber, und das ist wichtig, ohne die Fans geht nichts. Wenn Audi zum Beispiel mehr Anteile kaufen will, müssen die Mitglieder erst ihr Okay geben. Zweitens, beim VfL wird massig Geld reingepumpt. 75 Millionen Euro pro Jahr kassierte man zuletzt von VW, heißt es. Beim FCI wiederum ist davon gar nichts zu sehen. Beim Bundesliga-Aufstieg 2015 gab es keine Stars im Team, der Fokus lag komplett auf dem Teamgefüge. In der Bundesliga-Saison danach hatte der FCI das zweitkleinste Budget der gesamten Liga. Trotzdem schaffte man irgendwie den Klassenerhalt. Wie viel Geld Audi im Detail zahlt, ist aber nicht bekannt. Also, der FC Ingolstadt ist kein klassischer Werksclub im modernen Fußball. Der Verein ist eher das Baby von Peter Jackwert. Bis heute ist er ja der Chef. Audi würde ich eher als Großsponsor bezeichnen. Man engagiert sich lokal und klar, das hilft dem Verein enorm. Der FC Ingolstadt ist, finde ich, ein bodenständiger und familiärer Verein. Verrückte Dinge werden da einfach nicht gemacht, es wird seriös gearbeitet. Und ehrlich, mehr Kommerz als bei anderen Profiklubs sehe ich da auch nicht. Das Ziel ist, irgendwann wieder in der zweiten Bundesliga zu sein und sich da zu etablieren. Da passt auch der FCI perfekt hin, Stichwort Tradition. Denkt mal an den MTV und an den ESV, sie haben ja früher dort gespielt. Und übrigens, jetzt versuche ich eine perfekte Überleitung zur Endcard zu bekommen. Der FC Ingolstadt hat auch eine E-Sport-Mannschaft. Zum Thema E-Sport haben die Kollegen von Represent ein Video gemacht. Ist das wirklich Sport oder nicht? Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.